kluge Köpfe, wie immer bei der FAZ. Weil wir auch in Zukunft ja Krankentransporte nicht mit der Sänfte durchführen. Natürlich brauchen Menschen mit Behinderung ein Fahrzeug, Lieferantinnen und Lieferanten brauchen ein Fahrzeug, die Rettungsdienste, alle die werden weiter Auto fahren. Es werden wahrscheinlich sogar Anwohner weiter Auto fahren. Aber was wir haben werden in wenigen Jahren, das ist mehr Platz für Fußgänger, mehr Platz für Radfahrer, sicherer Verkehr innerhalb der Innenstadt für Seniorinnen, für Ältere. Und wir werden mehr Platz auch für Gastronomie, für Grün in der Stadt haben. Und das ist der Weg, den alle großen europäischen Städte gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch für die Frankfurterinnen und Frankfurter der Weg ist, den sie gehen wollen. Das Wort autofrei macht vielen Menschen Angst und ich lehne es auch ab. Autoarm ist in Ordnung, aber autofrei können sich viele Menschen in dieser Gesellschaft natürlich nicht vorstellen, wenn man nicht unmittelbar in der Innenstadt wohnt. In der Innenstadt wird es wahrscheinlich immer mehr Menschen geben, die ihr eigenes Auto abschaffen. Aber auch deshalb, weil es zum Beispiel Carsharing-Angebote gibt. Für mich ist es wichtig, dass individuelle Mobilität durch den Staat, durch die Stadt auch immer gewährleistet wird. Jeder soll frei wählen können. Wir brauchen Verbindungen, einen Ausbau. Die U4 von der Bockenheimer Warte nach Ginnheim mit Anschluss der Universität sinnhafterweise. Viele andere dieser Projekte, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Wir müssen auch den Radverkehr vernünftig ausbauen. Es gibt die großen auch Radschnellwege aus der Region nach Frankfurt rein. Die müssen vernünftig auch in die City geführt werden. Aber im Moment erleben wir noch eine Verkehrspolitik, an der aber zumindest auch die beteiligt sind, die Teil dieser Koalition sind, die erstmal mit der Botschaft kommen, die Autos raus aus der Innenstadt zu führen. Und das ist genau das, woran es im Moment hakt. Und ich möchte, dass die Menschen die freie Wahl haben, dass sie sagen können, ich fühle mich sicher auf dem Fahrrad. Ich fühle mich auch so sicher, dass mein Kind alleine selbstständig zur Schule kann, dass ich mich nicht gezwungen sehe, es mit dem Auto fahren zu müssen. Auch das ist ein Teil von Freiheit. Das, was wir jetzt sehen im Ergebnis, ist eine Entscheidung, die Grundlage, die 2019 von CDU, also auch mit dem Stimmen von Herrn Becker, SPD und Grüne getroffen worden sind. Das ist die Grundlage dessen, was jetzt peu à peu umgesetzt wird. Das möchte ich an der Stelle einfach mal hier ergänzen bei allem Wahlkampf. Aber natürlich geht es auch darum, und das meine ich mit pragmatischer Umsetzung, wenn wir am Ende feststellen, und ich muss Ihnen sagen, ich habe in den Stadtteilen wirklich viele Gespräche geführt, wo wir beispielsweise durch Umgestaltung auf einmal in der Nebenstraße mehr Durchgangsverkehr haben, als es vorher der Fall war, dann gehört das auch zu einer mutigen Entscheidung mal dazu zu sagen, das wäre jetzt ein Versuch und den korrigieren wir jetzt an der Stelle, weil es offensichtlich nicht funktioniert. Und deswegen gehört eben gerade in der Verkehrspolitik die Idee, Versuch und auch mal Korrektur zu einer mutigen Entscheidung dazu, weil gerade die Menschen in den Stadtteilen wissen, was gut oder was vielleicht auch nicht so gut ist. Okay. Auf gar keinen Fall. Das Bahnhofsviertel ist das Tor zur Stadt und momentan ist es natürlich sehr ausladend, vor allen Dingen auch bei Menschen, die nicht in Frankfurt leben. Die können nicht verstehen, wie so eine tolle Stadt so ein Eingangstor hat. Wir müssen aber auch feststellen, dass die Stadt Frankfurt im Bahnhofsviertel alleingelassen wird und wurde vom Bund, vom Land und von Justiz, teilweise der Polizei. Und wir müssen uns jetzt darauf besinnen, was wir machen können. Natürlich werden wir fordern von all denen, die da helfen können. Wir müssen jetzt aber uns zusammensetzen mit allen, die einen Beitrag leisten können. Und die Verbesserung im Bahnhofsviertel in den letzten Jahren ging vor allen Dingen von den Initiativen vor Ort aus und nicht von der Politik. Und als Oberbürgermeister möchte ich da anführen, alle zusammenbringen, die einzelnen Themen, die es da gibt, diskutieren und dann verbindlich ausmachen, was wann umgesetzt wird. Und ich bin für drei Säulen, die wir anpacken müssen. Das eine ist das Thema Hilfsangebote optimieren. Dort, wo wir im Moment nicht erst seit gestern, sondern schon länger eine Veränderung in der gesamten Drogenszene haben, von Heroin lange schon in Richtung der Crack-Szene und vielem, was jetzt so an synthetischen Stoffen hinzukommt, führt dazu, dass die Menschen schneller abhängig werden und viel schneller mental wie auch körperlich kaputt gehen, aggressiver sind und anders nicht mehr erreichbar sind mit den Angeboten, die wir bisher haben. Und das bedingt, dass wir insgesamt das Thema Hilfestruktur verändern. Und wir müssen die zweite Säule angehen, das ist das ganze Thema Sicherheit. Da geht es natürlich um die Frage hoher Polizeipräsenz durch Landespolizei. Es geht aber auch in Verbindung mit dem Thema Hilfe und Streetwork um das Thema der Stadtpolizei. Das heißt auch da eine Erhöhung der Kapazität. Wir brauchen mehr Videotechnik. Sie haben gefragt, ob es ganz anders ist als in anderen Stadtvierteln. Also
Das Thema Sauberkeit ist in allen Stadtvierteln ein Thema, wird überall kritisch gesehen. Alle Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie mit der Situation nicht zufrieden sind. Und es deutet darauf hin, dass wir bestimmte Regeln haben in Frankfurt. Wir haben sie, die wir aber nicht mehr durchsetzen. Also wir haben die Regel, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, Müll auf die Straßen zu werfen. Wir haben die Regel, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, Betäubungsmittel im öffentlichen Raum zu konsumieren. Aber diese Regeln werden nicht mehr durchgesetzt. Das ist ein Teil der Antwort. Wir müssen diese Regeln wieder durchsetzen. Ich muss Ihnen sagen, jetzt nachdem wir auch die B-Ebene verbarrikadiert haben durch die Deutsche Bahn, wenn ich mir die Ab- und Zugänge anschaue und wie das Stacheldraht dort das Ganze gestaltet wird, ich glaube, sowas geht auch in Schön. Das kann man auch relativ schnell mit der Deutschen Bahn klären. Aber auch die Deutsche Bahn muss an einen Tisch. Und all das, was gerade gesagt wurde, da muss der Oberbürgermeister, und das ist leider nicht passiert in den letzten Jahren, auch wieder hinschauen, sich vor den Magistrat stellen und Entscheidungen zu treffen. Weil der öffentliche Raum kein Krankenhaus ist und vor allem müssen wir mit Polizei, mit einer Waffenverbotszone und Videoüberwachung wirklich knallhart gegen Kleinstdealer und Dealer vorgehen. Es kann nicht sein, dass am helllichten Tag vor Ort gedealt wird und nichts passiert. Der öffentliche Raum muss sicher sein. Das sind Zustände, können wir so im Bahnhofsviertel nicht akzeptieren.